Hallo und herzlich willkommen zu Ubi Tested. Ich habe für euch heute den neuen Opel Combo live mitgebracht. Ein Hochdachkombi, wie wir sehen, ja, und ein sehr boomendes Segment, in dem Opel hier nochmal zusätzlich Verkaufszahlen machen kann. Und mit Hilfe des PSA-Konzerns wurde das Fahrzeug entwickelt und steht auch auf einer PSA-Plattform. Und ob das gut oder schlecht ist, was wir mit den Franzosen zu tun haben hier mit Opel, das klären wir ebenfalls in dem Video und ob das ein neues Familienauto für den Zwillingspapa sein könnte. Ja, wie erwähnt, das Segment der kleinen Hochdachkombis ist äußerst lukrativ und das hat natürlich auch den Hintergrund, warum Opel in fünfter Generation seinen Opel Combo jetzt liefert. Und den schauen wir uns einfach mal so ein bisschen an. Ja, Design, kann man ja drüber streiten. Ich persönlich bin der Meinung, es ist etwas bieder geworden, was Opel hier rausgemacht hat, denn es gibt noch zwei Zwillingsbrüder vom Opel Combo, und zwar den Peugeot Rifter und den Citroën Berlingo. Alle ein bisschen stylischer als unser Opel. Nichtsdestotrotz erkennen wir ihn sofort als Rüsselsheimer. Und zwar klar mit dem typischen Kühlergrill, der hier diese Chromsprangen, die das Opel-Logo förmlich tragen, die Tagfahrlichtsignatur, die sich hier wie ein Pfeil in den relativ großen Scheinwerfern widerspiegelt. Nüchtern, aber nicht verkehrt. Ja, die Seitenlinie von so einem Hochdachkombi ist natürlich auch nicht unbedingt eine Schokoladenseite. Aber wie gesagt, es geht hier nicht einzig und allein um Design, sondern vielmehr um Praktikabilität. Wir haben hier so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, Nutzfahrzeugspiegel sehr hoch, aber man sieht genügend drinnen. Die Linie ist ganz klar. Wir haben eine sehr steil ansteigende Windschutzscheibe. Wir gehen dann gerade ein komplett gerades Dach und komplett senkrechter Heckabschluss. Sehr kurze Überhänge vorn und hinten. Das bringt die EMP2-Plattform mit sich, die auch der Opel Crossland X nutzt oder der Peugeot 3008 zum Beispiel. Beide, beziehungsweise den Peugeot 3008 bin ich auch gefahren, verlinke ich euch den Bericht. Dann haben wir hier zwei Schiebetüren, ja, sehr, sehr praktische Schiebetüren, vor allem für Familien, denn hier können die Kinder ganz leicht ein- und aussteigen oder aber die Kindersitze montiert werden, die Kinder in den Kindersitze gebracht werden und zudem schonen wir auch die Autos neben uns mit dem Platz, müssen nicht mit der Tür hantieren, sondern es ist sehr, sehr praktisch. Eine Schiebetür ist serienmäßig, die zweite Schiebetür gibt es optional. Ebenso optional gibt es noch einen langen Radstand. Hier haben wir die 4,40 Meter kurze Variante, also 7 Sitzer sind beide optional. Und zusätzlich erkennt man das Ganze eigentlich auch nur die lange Version hier hinten an diesem Ausschnitt für die Schiebetür, denn dann ist hier hinten das Ganze einfach noch mal ein Stück länger. Diese zusätzlichen Zentimeter erkennt man dann hier sehr, sehr schön. Nichtsdestotrotz, wie gesagt, schon wie die Front, unaufgeregt, klassisch. Ja, was erwartet uns am Heck vom Opel Combo Live? Ehrlich gesagt nicht viel, sehr einfaches Heck. Das muss man ganz klar sagen. Wir haben eine riesige Heckklappe, die wir hier haben. Wir haben eine sehr niedrige Ladekante, wirklich gut zum Einladen von schweren Gegenständen oder Kinderwagen oder sonst was. Also da muss man echt sagen, da ist sowas richtig, richtig praktisch. Das ist auch deutlich niedriger als beispielsweise bei meinem Grand C4 Picasso, den ich privat fahre. Ansonsten haben wir ein richtig, richtig schönes Teil, und zwar haben wir dieses Ding hier. Das ist hier die
separat zu öffnende Heckscheibe. Kennen wir eigentlich nur von BMW in den Touring-Modellen. Hier haben wir es jetzt umgesetzt, wirklich sehr, sehr schön und für mich äußerst praktisch, denn kleine Geschichten schmeißt man dann einfach mal so rein. Genial. Ja, es gibt nur ein Manko. Dumm gelaufen, sag ich persönlich, denn das Kabel hier, ganz ehrlich, das ist einfach die ganze Zeit im Sichtfeld. Das hätten sie einfach schöner lösen müssen irgendwie. Schade, aber nichtsdestotrotz, wir kommen hier einfach auf diesen Punkt und es ist ein sehr, sehr guter mit der Heckfenster. Des Weiteren haben wir natürlich ansonsten, wenn wir die Heckklappe öffnen, da schauen wir uns auch gleich den Kofferraum einmal an. Ja, das wohl Wichtigste am Opel Combo Live für euch da draußen ist natürlich der Kofferraum und das Ladevolumen und was wir hier drinnen alles treiben können. Nicht wie, sondern was. So. Und zwar haben wir hier eine perfekte Hutablage, Sichtschutz tatsächlich von außen auf das Gepäckabteil. Können wir einmal aufklappen zum Beladen. Wir können das Ganze auch in der Höhe verstellen. Einfach mit einem Schwung rausnehmen, eine Etage höher einschieben, einrasten auf den jeweiligen Seiten. Das ist erstmal so ein kurzer, fummeliger Moment, aber dann, wenn es liegt, liegt's. 25 Kilo können übrigens hier oben drauf geschmissen werden. Auch eine feine Geschichte. Klar sollte man die vorher irgendwie anders sichern. Das ist das andere. Wem das sagt, zu kurz, zu wenig, raus mit dem Ding. Auf die Seite und rein mit dem ganzen Kladderadatsch, was wir haben. Kinderwagen, IKEA-Einkäufe, alles geht hier in diesen Kofferraum rein. In der Mindestversion, und zwar, das ist die kleine Version hier, wie ich fahre, 597 Liter Stauraumvolumen. Maximal, wenn wir die Einzelsitze umlegen und den Beifahrersitz noch mitnehmen, 2126 Liter. Wer sagt, hey, reicht mir nicht, ganz klare Geschichte. Langversion nehmen, 850 Liter schon mal Stauraum sichern oder Maximalladelänge von über 3 Metern. Dann geht ein Kajak rein oder aber tatsächlich eben der IKEA Großeinkauf, wenn die Kinder mal mehr brauchen. Was für Kinder ebenfalls sehr, sehr geil ist und ich persönlich finde, es ist eine super Lösung, das ist das Ding hier oben. Ganz ehrlich, einfach runterklappen, 10 Kilo Kladderadatsch rein, was alles reinkommt, Jacke, sonst was, Spielsachen vor allem. Denn Spielsachen rein, Klappe zu und die Kinder können sich von innen über zwei Schiebefenster rausangeln. Was gibt es Besseres und Bequemeres? Ich weiß es nicht. Super Geschichte, richtig toll gemacht. Also hier auf alle Fälle ein dickes, dickes Plus vom Opel Combo. Kante so niedrig, dass selbst wenn ich mich hinsetze, muss ich schon mit abgewinkelten Knien da sitzen. Also zeigt auch tatsächlich, wie einfach das Ganze ist. Ja, und wer sogar Bock drauf hat und keine Lust auf irgendwas, stellt einfach den Kinderwagen so rein. Nur nicht vergessen, ihn zu sichern. Ja, ich habe jetzt hinten Platz genommen im Opel Combo Live. Wie wir sehen, Platz ist für die Knie schon durchaus da. Sitz auf meine Größe eingestellt von 1,78. Wir haben hier hinten die Version mit drei Einzelsitzen. Es gibt auch eine durchgängige Bank ab Werk. Die drei Einzelsitze sind optional lieferbar. Ich persönlich würde immer gleich die optionalen Einzelsitze nehmen, denn wir bekommen dann auch drei ISOFIX-Stationen und können auch tatsächlich drei Kindersitze direkt nebeneinander installieren, was in sehr, sehr wenigen Fahrzeugen ja auch nur funktioniert. Und dafür ist der Combo Live ideal. Tische haben wir zwar nur zwei an der Zahl, aber wie ich auch sehe, sie sind nicht so stabil, als dass man tatsächlich damit auch viel anfangen könnte. Kinder drücken das dann wahrscheinlich eher relativ schnell runter. Ja, eine Kopfstütze drückt mir gerade so ein bisschen hier ins Kreuz. Die müssen wir einfach nur hochstellen. Das passt aber. Da haben wir auch genügend Höhe. Naja, für größere Personen über 1,80 haben wir zwar genügend Kopffreiheit, aber da wird es dann wahrscheinlich ein bisschen eng mit der Kopfstütze. Nichtsdestotrotz, was fällt uns auf? Wir haben hier hinten noch eine USB-Ladebuchse. Ehrlich gesagt, es könnten zwei sein. Gerade bei der Möglichkeit, drei Kindersitze zu installieren, wären zwei im Minimum schon ganz praktisch. Das wäre so viel dazu. Das nächste ist, dass diese Tür hier sehr, sehr schwer zugeht und mit links, na, da braucht es schon sehr, sehr viel Kraft. Ich persönlich muss dann wohl als Rechtshänder immer rechts nehmen. Das ist so eine Geschichte. Sehr praktisch für Kinder ist auch die Kindersicherung. Vorne wird die aktiviert per Tastendruck und dann ist die Tür gesperrt. Wirklich feine Geschichte.
Wir haben hier auch Sonnenrollos optional erhältlich, die man auf alle Fälle nutzen sollte, neben einer Sonnenschutzverglasung, die auch noch verfügbar ist. Klar, eine Mittelarmlehne gibt es hier in der Mitte dann nicht, wenn der Einzelsitz geordert wurde, aber Platz gibt es hier genügend, Aussicht auch ganz gut. Die Fenster sind relativ klein aufgrund dieser Strebe, die sich dann noch dort befindet. Aber wir haben hier wirklich mehr als ausreichend Platz und für Kinder erst recht. Und wer noch mehr Platz benötigt, ganz klare Geschichte, langer Radstand. Ja, ich habe vorne Platz genommen im Opel Combo Live. Die Platzverhältnisse hier vorne ausreichend, wobei ich sie persönlich nicht so luftig finde, wie man sie tatsächlich gerne hätte. Liegt hauptsächlich an der sehr breiten Mittelkonsole, da mein Knie eher nach innen gedrückt wird, anstatt eher etwas lockerer ein bisschen nach außen zu liegen. Das stört so ein bisschen, aber denke, damit kann man auf alle Fälle leben. Ansonsten gibt es von der Lenkradverstellung gar nichts zu meckern. Das schöne Opel Dreispeichenlenkrad lässt sich wunderbar Länge und Höhe verstellen. Ebenso die Kopfstützen bieten ausreichend Höhenverstellbar Möglichkeit, der Sitz höhenverstellbar, einzig das Sitzpolster ist etwas zu kurz geraten, da die Oberschenkel hier durchaus ein bisschen mehr Unterstützung bräuchten. Ebenfalls ist dieses Sitzpolster ein bisschen abfallend in seiner Sitzposition, wenn man es sieht, so ein bisschen tatsächlich nach unten schauend. Da würde ich mir auch wünschen, dass man dieses Sitzkissen ein bisschen vorne hochkippen kann. Das würde dann vielleicht nochmal eine bessere Unterstützung im Oberschenkelbereich geben. Ansonsten fehlt sich hier nichts. Und den Innenraum schauen wir uns jetzt an. Ja, willkommen im Innenraum vom Opel Combo Live. Ja, sehr schönes, übersichtliches Cockpit, würde ich einfach mal sagen. Was mir sehr, sehr gut gefällt, wir haben hier tatsächlich diese Mittelkonsole und der Monitor, der so ein bisschen zum Fahrer hin orientiert ist. Das macht schon mal einen sehr, sehr guten Eindruck und ist wirklich schön ablesbar. Das 8 Zoll Display hier steht natürlich sehr senkrecht und muss man sagen, nicht jeder mag so etwas, das ist ganz klar, diese freistehenden Displays. Dennoch haben die ihre Vorteile und sind einfach wirklich in Blickhöhe montiert. Das haben wir hier eben auch. Ansonsten das typische Opel-Lenkrad, leicht unten abgeflacht, optional beheizbar, mit den typischen Tasten links für den Tempomaten und rechts für die Audiobedienung. Hoppala, da geht's auch schon los. Und ansonsten haben wir hier eben diesen erwähnten breiten Mitteltunnel, den ich nicht so schön finde. Klar, er beherbergt hier ein riesiges Ablagefach. 2,5 Liter PET-Flaschen können hier untergebracht werden. Zusätzlich noch jede Menge Kleinkramzeugs. Hier gibt es sogar eine weiche Ablage. Das Ding hier ist dann aus Hartkunststoff. Können wir dann auch so verschließen, von außen blickdicht. Das macht einen sehr guten Eindruck und sehr sinnvoll. Gerade wenn man irgendwo im Urlaub ist und Angst um seine Sachen hat oder seine Gegenstände, die man hier drinnen lassen kann, von außen nicht sichtbar. Ansonsten gibt es sehr, sehr viele Ablagefächer hier, 28 laut Opel an der Zahl. Ich glaube, jeden Tag entdeckt man hier ein neues Ablagefach. Da gibt es wirklich sehr, sehr viele kleine, so ein rundes. Hier eine grobe Ablage. Wir können das hier oben aufklappen. Das ist sehr, sehr schön gelöst. Allerdings hier so ein bisschen diese Spaltmaße. Ich glaube, da müsste Opel noch mal ein bisschen nachkorrigieren. Dann haben wir hier auch noch ein sehr, sehr tiefes Handschuhfach. Hier hinter dem Monitor ist auch noch mal ein Ablagefach. Hier haben wir eine Induktivladeschale für das Smartphone untergebracht, optional. Die Klimaautomatik, die wir hier haben, ist zweizonig. Das heißt also wirklich links und rechts getrennt regelbar. Einziger Nachteil ebenfalls, dadurch, dass es hier unten so ein bisschen unter den Lüftungsdüsen verschwindet, relativ schlecht ablesbar und auch bedienbar, zumal wenn man hier sitzt, sogar noch der linke Teil hier etwas verdeckt ist. Also das vielleicht nicht so ganz optimal gelöst. Hier ist der Handschaltknauf vom manuellen 6-Gang-Schaltgetriebe, was wir hier fahren.
Ansonsten klare, übersichtliche Armaturen, da gibt es gar nichts zu meckern. Das Ganze hier ist natürlich Hartplastik, hier muss man ganz klar sagen, aber es schaut nicht schlecht aus, ist gut abwaschbar, gerade für Familien ist das natürlich ein sehr, sehr positiver Punkt. Wir haben hier oben sogar noch einen Familienspiegel, also so einen kleinen zusätzlichen Innenspiegel für die zweite Sitzreihe hinten. Wir haben hier nochmal so kleine Ablagefächer hier oben, wie wir da sehen, mit einer Wasserflasche, eine 0,5 Liter Wasserflasche ist da wunderbar untergebracht. Dann haben wir Assistenzsysteme hier links vom Fahrer untergebracht mit dem Lichtschalter. Audioeinstellungen haben wir hier. Hier gehen wir dann in die Fahrzeugeinstellungen, Parkassistent, Tote Winkelassistent oder ähnliches. Wir haben dann hier das Navigationssystem, hier die Konnektivität, Apple CarPlay oder Android Auto können wir nutzen oder Einstellungen im System oder das Telefon, was wir eben mit Bluetooth verbinden können. Ja, des Weiteren haben wir hier oben einen sehr, sehr schönen Panorama-Dachhimmel, den wir ordern können, mit sehr vielen Ablagemöglichkeiten hier oben nochmal drinnen. Auch in dieser Mittelreling gibt es Ablagemöglichkeiten. Sehr schön, dass der hell beleuchtet ist. Da können wir dann tatsächlich auch sehen, wo diese Sachen sich befinden, die wir da oben reingelegt haben. Und zusätzlich bringt es natürlich dieses Panoramadach, was nicht zu öffnen ist, nochmal weitere Licht in den Innenraum und lässt das Ganze nochmal ein bisschen luftiger hier drinnen wirken. Aber luftig ist das Ganze, war richtig. Jetzt die Klimaanlage mal einschalten und dann würde ich sagen, legen wir auch los und kommen zum Fahreindruck. Ja, wir fahren jetzt tatsächlich im Opel Combo, das heißt für mich erstes Mal Hochdach-Kombi fahren. Und wer Hochdach-Kombis so im Kopf hat, der ist natürlich immer so ein bisschen voreingenommen, sage ich jetzt einfach mal, weil man solche Fahrzeuge einfach aus dem Nutzfahrzeugbereich abgeleitet hat. Und da kam dann selten was wirklich Gutes bei rum für den ganz normalen Pkw-Bereich. Aber das ist jetzt tatsächlich hier beim Opel Combo komplett anders. Diesmal hat man eben eine Pkw-Plattform genommen, und zwar die EMP2-Plattform aus dem PSA-Regal. Und darauf wurden dann die drei Fahrzeuge Citroën Berlingo, Peugeot Rifter und der Opel Combo live entwickelt. Die EMP2-Plattform ist übrigens eine sehr kompakte und leichte, die zum Beispiel auch für den Opel Grandland X verwendet wird oder den Peugeot 3008. Das heißt also, da zieht man schon mal sehr, sehr praktische Züge heraus. Unter anderem, dass man eben 19 Assistenzsysteme hier im Fahrzeug verbauen kann. Vom Head-Up-Display über Einparkassistenten, einen Seitenflankenschutz, ein automatischen Abstandsregeltempomaten oder aber eben ein Frontassistenzsystem mit autonomen Notbremsung für Fahrradfahrer und Personen. Das heißt also, hier hat man wirklich alles an Bord, was das Ganze im normalen Pkw-Bereich einfach nutzbar und komfortabel auch macht. Und komfortabel ist auch so ein Thema, denn wir haben hier wirklich eine sehr komfortable Federungsauslegung. Das Fahrzeug schluckt üblere Fahrbahnbeläge einwandfrei. Die Lenkung ist sehr schön leichtgängig, bietet aber genügend Rückmeldung und ist auch schön direkt und damit auch verbindlich. So lässt sich das Fahrzeug extrem handlich und leichtgängig durch die Gassen der Stadt bewegen oder aber über Land mit genügend Straffheit durch Kurven fahren. Alle Antriebe sind natürlich abgasgereinigt nach Euro 6D Tempnorm. Das ist selbstverständlich. So haben wir AdBlue-Einspritzungen, SCR-Speicherkatalysatoren beim Diesel. Und beim Benziner gibt es natürlich Otto-Partikelfilter. Ich fahre jetzt hier aktuell den 1,5 Liter Turbo-Diesel mit 130 PS, was derzeit auch die Top-Motorisierung darstellt. Hier an ein 6-Gang-Handschaltgetriebe gekoppelt, was sich sehr schön leichtgängig schalten lässt. Optional gibt es übrigens eine 8-Stufen-Wandlerautomatik, und zwar die kommt aus dem Hause Aisin und überzeugt mit sehr kurzen Schaltvorgängen, einer Segelfunktion und ist wirklich sehr, sehr komfortabel und senkt auch nochmal den Verbrauch laut Werk ein wenig
mehr ab, als es hier schon der Fall ist. Beim Verbrauch möchte ich natürlich keine aktuelle Aussage tätigen, denn auf so einer Fahrveranstaltung wird viel unterschiedliche Fahrzustände gemacht, die man eigentlich so in der Praxis überhaupt nicht nutzt. Ich persönlich bin jetzt hier bei 5,5 Litern gelandet und das ohne tatsächlich irgendwie darauf zu achten oder den Motor einfach mal abzuschalten über längere Zeit, wo ich stand. Also da muss man sagen, das ist ein ordentlicher Wert. Das heißt also, 5 Liter sind durchaus realistisch im Alltagsbetrieb. Und wer es wahrscheinlich strenger zugehen lässt auf der Autobahn oder ähnlichem, der wird wahrscheinlich mit 6,5 Litern auch einen ordentlichen Verbrauch fahren für so ein Fahrzeug. Ja, Zugkraft auf der Autobahn ist so ein Thema. Mit dem 130 PS Dieselmotor und 300 Newtonmeter Drehmoment erwartet man eigentlich, ja, sage ich jetzt mal, souveräne Fahrleistungen. Die sind jetzt vielleicht hier noch nicht so ganz gegeben. Also ich persönlich finde ihn eher durchschnittlich, aber jetzt nicht übermotorisiert. Die Daten belegen das Ganze: 10,6 Sekunden auf 100 und 185 Stundenkilometer Höchstgeschwindigkeit. Die Höchstgeschwindigkeit interessiert vielleicht eher weniger, aber 10,6 Sekunden zeigt einfach schon, dass wir relativ lange brauchen für ein normal leichtes Fahrzeug, was unter 1,5 Tonnen bereits wiegt. Und das, ja, im vollbeladenen Zustand oder mit 1,5 Tonnen Anhängelast, ja, da möchte man dann vielleicht doch ein bisschen mehr Leistung haben, so an Steigungen oder ähnlichem. Denn ja, hier, wie gesagt, würde ich mir tatsächlich mehr wünschen. Ja, kommen wir zum Ende von unserer Testfahrt mit dem Opel Combo Live. Was kann ich sagen? Ja, für mein Live wäre er tatsächlich ein interessanter Partner. Denn Platz gibt es in Hülle und Fülle. Er fährt sich wie ein Pkw. Den Nutzwagenbereich haben wir komplett abgelegt hiermit. Es gibt alles an Sicherheits- und Assistenzsysteme, die man aktuell in jedem größeren Pkw von Opel auch bekommt. Naja, und preislich ist er auch attraktiv, würde ich mal sagen. Den Listenpreis von meinem Testwagen, den blende ich euch unten ein, den habe ich nämlich zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht. Aber ich muss zugeben, lasse ich mir als Familienwagen durchaus eingehen. Ich persönlich würde wahrscheinlich die lange Radstandvariante nehmen, um noch mal ein bisschen mehr Platz für meine Freizeit und die Familie zu haben. Aber nichtsdestotrotz, so würde mir durchaus gefallen. 1,5 Liter Diesel, 130 PS wäre wahrscheinlich auch meine Antriebsalternative. Der Diesel ist sparsam, ist immer noch nicht out und in meinen Augen auch die Motorisierung, die sicherlich am besten passt. Ja, was passt von meiner Seite sonst noch? Sagt es mir, was euch fehlt, welche Fragen ihr habt, Anregungen, Kritik, gerne unten in die Kommentarbox. Ansonsten freue ich mich über ein Abo vom Kanal und die Glocke nicht vergessen, damit wir uns möglichst schnell wiedersehen. Bis dann, tschüss und servus, sagt der Ubi.